Also wenn der Lehrling bei uns anfängt, erste Lehrjahr, darf er mal schnuppern, alle Abteilungen durchmachen. Dann kann er uns nach einem Jahr, weiß er vielleicht schon circa, wo sie ihm am besten gefallen, in was für einer Abteilung. Und dann werden wir einen Schwerpunkt in dieser Abteilung dann immer Schwerpunkt einsetzen. Natürlich muss er den Rotationsplan auch durchmachen und auch, dass er die ganze Firma kennenlernt. Aber wenn er sagt, er möchte jetzt zum Beispiel in der Frischkäseabteilung vermehrt arbeiten, dann werden wir schauen, dass wir ihn in der Frischkäseabteilung öfters arbeiten lassen oder dass er da mehr Einblick kriegt in das Ganze. Ich glaube, dass unsere Lehrlinge bei der Salzburg mich ganz gut geht. Also sie können alle Wünsche äußern bei uns und wir gehen auf alle Wünsche, sofern es möglich ist, drauf ein. Sie haben eine ziemlich abwechslungsreiche Tätigkeit bei uns und ich glaube, dass es ihnen Spaß macht, bei uns zu arbeiten. Also ich habe noch nichts Negatives von Seiten der Lehrlinge. Wir Ausbilder sind auch so, wir waren selber Lehrlinge, wir wissen, wie es läuft und wir bemühen uns sehr, die Lehrlinge, dass sie da sofern richtig Spaß macht bei uns arbeiten.